Ja, ihr Lieben, wir alle kennen das. Wir alle machen gerade diesen zweiten Light-Lockdown mit. Und natürlich gibt es wie immer genügend verschiedene Aussagen. Brauchen wir nicht, das ist fake, es zerstört uns. Ach, und das ist gar nicht so schlimm. Es gab schon schlimmere Situationen, die wir Menschen mitgemacht haben. Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Tatsachen. Und natürlich, das Ganze ist übel, das Ganze ist schlimm, möchte ich nicht runterspielen. Es bietet aber auch zugleich ein paar neue Chancen, die ich schon ein paar Mal aufgezählt hatte. Aber es bietet leider Gottes auch, dürfte ich eigentlich so nicht sagen, nachdem ich selber in der Politik tätig bin. Aber ihr wisst, dass ich sage, was ich meine und dass ich meine, was ich sage. Und hier ist der Knackpunkt. Es gibt ein paar Punkte, die mich Tatsache sehr irritieren und die ich nicht nachvollziehen kann. So unter anderem, dass es heißt und nachgewiesen inzwischen auch ist, dass Krankenhäuser für jeden Corona-Toten 10.000 Euro bekommen. Inzwischen bekomme ich immer mehr Infos von unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Bundesländern, dass sie Familienangehörige, dass sie Freunde hatten, die verstorben seien und dass man ihnen aber sagte, sie seien an Corona verstorben. Sie hätten den Coronavirus in sich getragen und seien daran gestorben. Das stimmt oftmals gar nicht. Und das finde ich so erschreckend. Hier haben teilweise wirklich Angehörige darum gekämpft, dass man das aus dem Totenschein auch wieder entfernt und dazu schreibt, worum es wirklich ging, warum der Mensch Tatsache gestorben ist. Dies wurde jeweils immer abgelehnt. Hier stellt sich mir die Frage, was stimmt dann noch an den Zahlen, die man uns ja mitteilt, sprich der Infizierten, sprich der Verstorbenen, sprich der gesamten Pandemie. Aber das Gleiche, was sich mir dann auch noch an Frage stellt, ist, können wir den Kliniken dann überhaupt noch trauen? Lässt man uns jetzt vielleicht dann auch, wenn wir in der Klinik müssen, wegen irgendeiner Erkrankung, lässt man uns jetzt vielleicht dann sogar auch sterben, damit man das Geld kassieren kann? Jetzt geh mal davon aus, du bist ein Mensch, der keine Angehörigen weiter hat oder keinen Kontakt weiter mit Angehörigen hat. Du landest im Krankenhaus, kannst dich vielleicht auch selber gerade nicht artikulieren, bist vielleicht auch im Fieberwahn etc. Und ja, man sagt sich, ja gut, Angehörige sind hier keine angegeben, Notfallkontakt ist einer keine angegeben. Perfekt. Diesen Menschen, den können wir doch wieder als neuen Corona-Toten angeben. Ganz im Ernst, was soll man davon noch halten? Und was ich persönlich langsam denke auch, ist, dass wir aus diesem Lockdown, den wir jetzt haben, und es hieß, wir werden eine zweite Welle kriegen, natürlich wurde es dann auf diejenigen geschoben, die ja bei den Events, Veranstaltungen waren, auf den Demos waren. Mal von denen, die in Urlaub geflogen oder gefahren sind, die ignorieren wir mal gekonnt. Ja, es waren natürlich immer nur die anderen schuld. Und deswegen, ich bezweifle, dass wenn wir jetzt diesen Light-Lockdown hinter uns haben, beziehungsweise ich bezweifle, dass es bei einem Light-Lockdown bleibt, es wird nicht lange dauern, dann heißt es, ja, wir müssen wieder verschärfen, wir müssen jetzt wieder alles dicht machen und keiner darf mehr und dies, das und jenes. Man hat nicht aus dem ersten gelernt und man wird auch nicht hier jetzt irgendwas draus nehmen und ändern. Weihnachten wird genauso ins Wasser fallen, es wird genauso weiterhin alle Märkte abgesagt werden, was dermaßen Verluste auch für Verbände, Vereine, Organisationen, die eben nicht von diesen staatlichen Hilfen begünstigt waren. Ja, gerade die werden dadurch auch zugrunde gerichtet. Wir alle, wir kämpfen um unsere Existenzen, um unser Überleben. Natürlich, und hier gibt es auch wieder ein natürlich, ja, wir sind inzwischen viel zu verwöhnt. Ist Fakt, das sollte man auch mal wirklich unbedingt ansprechen und bedenken. Wir sind es gewöhnt, alles machen zu können, notfalls auch alles haben zu können. Dadurch macht es das Ganze uns natürlich umso schwerer, weil wir diesen Luxus gewöhnt sind. Und plötzlich sind wir eingeschränkt. Jedoch
sollte man auch hier eben bedenken, was bringt es, einen dritten, vierten, fünften Lockdown zu machen wegen dieser Pandemie? Dass, wenn diese Welle überstanden ist, folgt demnächst Welle 3. Irgendeinen Grund wird es schon geben, warum man das einfach erneut behaupten kann. Wie gesagt, ich möchte es nicht runterspielen. Die, die daran erkrankt sind, die leiden natürlich. Aber wie viele Corona-Kranke kennt ihr persönlich? Oder habt ihr gehört von wie vielen, die ihr kennt oder von denen, den ihr kennt, die wieder jemanden kennen und wieder jemanden kennen? Wie viele haben Tatsache dieses Virus? Diese Lockdowns haben einen ganz anderen Hintergrund, diese Lockdowns haben einen ganz anderen Effekt und eine ganz andere Grundlage als das, was man eben sagt.